meine Lieben und vielleicht auch Bösen, weiß ich ja nicht. Mensch, Kinners, was macht ihr mit mir? Ich will ja nichts sagen, aber es gibt so vier Worte, die sind unglaublich schön, einem anderen Menschen ins Gesicht sagen zu können. Ich wollte jetzt erst sagen, fick dich ins Knie. Das sind natürlich auch schöne Worte, aber das ist nur das Zweitschönste, was du jemandem ins Gesicht sagen kannst. Das Schönste, was du jetzt mal wieder jemandem ins Gesicht sagen kannst, ich hatte recht gehabt. Ich bin mir mehr als sicher, ich habe in einigen von meinen Videos gesagt, es waren nicht die Russen, die die Pipeline gesprengt haben. Und was hat sich bestätigt? Wir Verschwörungstheoretiker hatten wohl wieder recht. Wir Verschwörungstheoretiker, wir Schwurbler, wir Fake News Verbreiter. Wir haben genau das gesagt, was passiert ist. Und die ganzen Medien, die uns unterstellt haben, wir würden lügen, wir würden Stories erzählen, die drehen sich jetzt ihre eigenen Worte komplett um. Und keiner kriegt das mit von euch, keiner will das checken und keiner will immer noch auf uns nicht hören. Also ich weiß ja nicht, was für Drogen so bei euch gereicht werden, aber meine Güte, jetzt habe ich eine Woche lang nicht gekifft und jetzt merke ich, ich hätte dabei bleiben sollen, weil da rege ich mich drüber auf. Es kann doch nicht sein, dass wir so verarscht werden und dass die Leute, die uns erzählt haben, wir wären im Unrecht, sich jetzt einfach noch nicht mal dazu bequemen, sich bei uns zu entschuldigen. Bullshit. Also ehrlich, ich bin wirklich mehr als sicher, ich muss mal gucken, irgendwo in den Videos über die letzten paar Monate, da habe ich mehr als einmal gesagt, es wären garantiert die Amerikaner oder die Ukrainer gewesen sein, wahrscheinlich haben die zusammengearbeitet und die haben die Pipeline gesprengt. Keiner wollte mir glauben, mir wurde auch unterstellt, so nein, das war auf jeden Fall der Putin und so. Ach ja, was haben sie denn jetzt selbst in unseren Nachrichten gesagt, so, wer war denn jetzt gewesen? Es waren ja wohl nicht die Russen, weil tut mir leid, wenn es die Russen gewesen wären, dann hätten die schon damals, als der Untersuchungsbericht fertig war, den, ich glaube, Norwegen und Dänemark gemacht hat, der wurde ja an die deutsche Bundesregierung geschickt. Die haben nichts davon hören lassen. Also wenn es die Russen gewesen wären, hätten wir über Wochen und Monate direkt danach was davon gehört. Haben wir aber nicht. Und jetzt wissen wir warum, weil es waren wohl die Ukrainer, angeblich nur die Ukrainer, mit einer privat gecharterten Yacht. Also das halte ich auch schon so ein bisschen für grenzwertig, deswegen glaube ich, die Amerikaner waren mit daran beteiligt. Weil ich bin kein Tauchexperte, aber ich bin mir ziemlich sicher, du kannst dich einfach auf der hohen See im Weltmeer in Anführungsstrichen mal ebenso als Hobbytaucher mit deiner Hobbyausrüstung auf, was wären das gewesen sein, 80, 90 Meter garantiert, runtergehen, da dann irgendwas machen und wieder auftauchen. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, auch wenn ich nicht gegoogelt habe, ich müsste mal googeln, aber ich bin mir sicher, wenn ihr googelt, ab 40 bis 50 Meter unter Wasser wird wahrscheinlich eine Dekompressionskammer nötig sein, damit ihr überhaupt wieder vernünftig hochkommt. Weil da könnt ihr bei so einer Tiefe nicht, nachdem ihr aufsteigt, so sinngemäß sagen, ja, wir warten jetzt so sinngemäß alle paar Meter mal für ein paar Minuten, bis wir ganz oben sind. Und das glaube ich auch nicht. Da werden die Amerikaner garantiert auch Schmuh mitgemacht haben, weil von wem kaufen wir denn jetzt teilweise Flüssiggas? Ach ja, von den Amis. Aber er hat sich wieder bestätigt. Unsere Medien, die uns richtig verarschen, die auf jeden Fall lügen, haben uns einen erzählt und wer hat die Pipeline gesprengt? Richtig, es waren die Ukrainer. Bam. Und alle haben immer gesagt, so wenn du den erzählt hast, das wird nicht der Putin gewesen sein. Doch, da war der Putin. Das haben die in den Nachrichten gesagt, dann muss der gewesen sein. Ja, dieselben Nachrichten, die uns erzählen, dass das Bündnis Sahra Wagenknecht extremistisch ist, dass die AfD extremistisch ist. Ja, ist klar. Und vor allen Dingen, was waren denn die Wortwahlen damals? Die haben doch gesagt, so, oh, dass die Sprengung von den Russen. Das war ein Angriff auf die europäische Infrastruktur. Der wirtschaftliche Schaden für die Firmen, für die Bürger, gestiegene Energiekosten. Oh, ein Angriff auf uns. Oh, oh. Und jetzt waren es die Ukrainer. Jetzt hörst du Leute labern so, ja, das ist ja okay, weil die verteidigen sich ja. Wo müssen die sich gegen uns Europäer verteidigen? Was war das denn für ein Bullshit? Weil die Leitung, die immer noch durchs Festland läuft in der Ukraine, die haben sie komischerweise nicht gesprengt. Liegt aber auch daran, dass die Ukraine dafür tatsächlich noch Überführungsgebühren kassiert, obwohl der Krieg läuft. Wen wollen die verarschen? Ich weiß ja nicht, wie naiv, ignorant oder dumm ihr sein müsst, um wirklich noch zu glauben, was die euch im Fernsehen erzählen. So, das ist hart, richtig hart. Mann, Mann, Mann. Schon einmal, weil ich keinen Bock habe, mich mehr drauf aufzuregen, sage ich auch, weißt du was, ich höre gar nicht erst auf zu kiffen. Ich hatte jetzt zwar eine Woche lang nichts gepafft, aber scheiß drauf. Ich laufe jetzt nach Holten, da hole ich mir direkt erstmal 50 Gramm. Mal gucken, welchen Kurs der mir andrehen will dafür.
Weil ich bin es eigentlich gewohnt, 500 Euro auf den Tisch zu hauen. Dafür kriege ich meine 100 bis 120 Gramm. Nun gut, je nachdem. Wenn der Typ mir direkt sagt, so, ja, ich habe heute kein Kali, ich habe nur Kanada, Thai oder sogar nur Haze, das Standard-Haze, stört mich auch nicht. Vor allen Dingen beim Standard-Haze ist der einmal runtergegangen auf 3,50 Euro das Gramm. Da habe ich mich natürlich auch nicht beschwert. Weil Amnesia oder Silver-Haze, das kannst du rauchen, wenn du sowieso deine 100 Gramm Eigenbedarf im Monat brauchst. Weil nur Kali oder nur Kanada, das kann ich mir auch nicht leisten. So ein bisschen sparen muss ich auch. Lecker Frühstücksbierchen. Mal gucken, was der mir da auch noch andrehen will. Weil ich kenne eigentlich keinen mehr, der mir unter 75 bis 100 Gramm was verkaufen will, außer er jetzt hier in Holten. Und selbst er hat gesagt so, ey, erstens, nur für 50 Gramm mache ich das, weil wir Kumpels sind, weil dafür will ich sonst gar nicht aufstehen. Und obendrauf ist der eigentlich hauptsächlich Pep und Teileticker so. Das Problem ist nur, ich habe jetzt gerade keinen Bedarf an Speed oder Ecstasy so, weil ich weiß ganz genau, wenn ich damit wieder anfange, so, nee, lass mal. Habe ich direkt erstmal 3 Wochen am Stück wach, Augen wie UFOs. Viel zu ungesund. Und ich habe gesagt, mit der Chemie-Scheiße höre ich auf. Weil, Kinders, ich bin jetzt über 42. Gut, 42 und ein paar Wochen. Aber ich habe genug selber gemacht und auch genug gesehen. Deswegen lasst die Pfoten von der Chemie. Aber viel wichtiger, lasst euch nicht von unseren Politikern und den Leuten, die in den Medien für die arbeiten, erzählen, ihr habt Unrecht. Wer hatte denn Unrecht gehabt bei Corona? Nicht die Verschwörungstheoretiker. Wer hatte Unrecht gehabt bei der Sprengung von der Pipeline? Nicht die Verschwörungstheoretiker. Sehr verdächtig. Vielleicht solltet ihr öfter auf solche Schwurbler und Verschwörungstheoretiker wie mich hören. Weil das Schöne ist, wir können euch jetzt schon die Zukunft vorhersagen. Also erst einmal, solltet ihr so blöd sein, die derzeitige Regierung weiter durchgehen zu lassen, dann werden die ganz vielen Leuten eine Staatsbürgerschaft geben, die jetzt hier aufgetaucht sind, in der Hoffnung, dass die dann für die Grünen und die Linken wählen. Wie schön das geklappt hat, haben wir bei der Europawahl gesehen, weil da haben sie bei den jungen Leuten versucht. Hat auch nicht geklappt. Und das Schlimme ist, die Leute, die dann eine Staatsbürgerschaft bekommen werden, die Leute machen dann ihre eigenen Parteien und das, was diese Parteien dann fordern werden politisch und auch gewählt werden dafür. Jawohl. Der Mann ist gut. Techno, 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 Techno. Wo war ich? Genau. Die Leute, die jetzt hier so als Flüchtlinge hinkommen, wenn die eingebürgert werden, die gründen doch ihre eigenen Parteien. Und das, was diese Parteien dann fordern und durchsetzen werden politisch, das wird auf keine Kuhhaut gehen. Da werden manche Leute von der AfD und von Bündnis Sagawarenknecht so aussehen, als wären das ganz liebe Menschen. Das garantiere ich euch. Weil ihr werdet dann Leute haben, die Brühwarm sagen, Gendern wird verboten, LGBTQ wird verboten, Transen und sowas und homosexuelle Ehe wird verboten. Und dann könnt ihr nicht einfach sagen, so, ja, ihr seid ja Nazis. Die halten euch den Koran ins Gesicht und sagen, ihr seid islamophob. Und was macht ihr denn dann? Ja, das wird passieren. Aber das ist ja auch nur eine Verschwörungstheorie. Genauso wie es angeblich eine Verschwörungstheorie war, dass der Putin das Ding nicht gesprengt hat. Genauso wie es angeblich eine Verschwörungstheorie war, dass die Corona-Maßnahmen nicht auf Zwang und auf Panikmache beruht haben. Redet euch dann mal ruhig weiter ein, ihr Bekloppten. Ihr werdet schon in den nächsten 10 bis 15 Jahren sehen, was ihr davon habt. Und die Scheiße, die ihr dann ausbaden müsst, da kommt ihr doch garantiert heulend bei so Leuten wie mir an. Leuten, denen man erzählt, so, ich wäre ein Lügner, ich wäre ein Problem, wir wären die Bekloppten. Aber dann steht ihr da und wir helfen euch nicht. Nein, das werden wir garantiert nicht machen, warum sollten wir euch helfen? Wir haben euch vorgewarnt, wir haben mehrmals recht gehabt und die Zukunft wird uns auch noch weiter recht geben. Aber ihr könnt ja gerne unter die Kommentare schreiben, dass ich wieder am Schwurbeln bin und Verschwörungstheorien und ja, Fake News. Fake News. Also das Einzige, was wirklich Fake News macht, sind unsere Medien. Und guckt doch mal, was passiert ist. Die haben doch jetzt dieses eine Magazin erst verboten gehabt. Vor allen Dingen komplett rechtswidrig. Das ist eine GmbH, die dann auf einmal als Verein verboten worden ist. Wie soll das denn gehen? Und das hat ja dann zum Glück ein Gericht einkassiert. Und ich hoffe, dass die nächste Instanz das dann auch bestätigt, den Widerspruch. Weil dann steht unsere Bekloppte, meiner Meinung nach Bekloppte, Nancy Faeser, ein bisschen doof da. Aber nicht nur die, auch ganz viele Leute in den Medien. Schweinebande.
Aber keine Sorge. Wenn ihr irgendwann mal in die Wand gestellt werdet von irgendwelchen Leuten, dann werden das nicht irgendwelche AfD-Anhänger sein, dann sind das nicht irgendwelche Rechtsextremen und so Pro-Deutsche. Die Leute, die ich an die Wand stellen, sind die Leute, die ihr jetzt noch in Schutz nehmt, die ihr jetzt noch befördert. Ihr werdet sehen, was ihr davon habt. Aber dann kommt nicht bei mir an und holt euch die Ohren und mir die Ohren voll, weil I told you so. Kann man nicht anders sagen. Wir haben es euch gesagt. Aber warum glaubt man uns nicht? Ach ja, stimmt. Weil es ist immer schwerer, die Wahrheit zu glauben, als irgendeine bequeme Lüge. Kann man nicht anders sagen. Hm. Ah. Frühstücksbierchen um 8:30 morgens, meine Freunde. Das ist übrigens mein drittes Bier. Also viel habe ich jetzt erstmal gebraucht, bis ich aus Marxloh hier angekommen bin. Aber genug geschwafelt. Wir hören uns, wir sehen uns. Ich hoffe, vielleicht manche Leute werde ich sehen. Oder die werden sich nicht freuen, wenn die mich sehen. So, you have a good one.